So, herzlich willkommen zurück in einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Cobblemon. In der letzten Folge waren wir gerade auf diesem Schiff unterwegs und ich wollte jetzt auch gar nicht lange warten, bis wir mit der nächsten Folge weitermachen. Wir gucken mal, was dieses Schiff noch so zu bieten hat. Also, es macht mir auf jeden Fall ein bisschen Angst, muss ich schon sagen. Ich bin auch gespannt, was man hier noch so findet. Euch dieses Segel an. Hammergeil gemacht auf jeden Fall. Also Kudos an diese Mod. Ich weiß jetzt nicht, welche da meiner vielen das ist. Aber die ist ganz schön cool. So, jetzt müssen wir einmal kurz hier unseren Rucksack öffnen. Ich werfe mal alles wieder rein, was wir nicht brauchen. Eier können wir uns auch sparen. So, und dann machen wir hier einmal kurz ein bisschen aufräumen. Und wir haben einen weiteren Rucksack gefunden. Das ist ja für den Fall der Fälle auch nicht schlecht. Ich wollte nämlich genau diese Seetangblöcke mitnehmen. Ist auch ein guter Brennstoff. Ich höre schon wieder Geräusche, die mich irre machen. Okay, hier gibt es auf jeden Fall einiges zu holen auf diesem Schiff. Irgendwo scheint es auch eine Schiffskatze zu geben. Scheinbar alles im Bug des Schiffs. Da gehen wir gleich auch mal rein. So, Frage: Wie kommt man da runter? Und zwar unbeschadet. Hier ist eine Treppe. Diese Geräusche sind einfach nur furchterregend. Also wir werden definitiv gleich auf irgendwas treffen, was uns fertig macht. Es kann gar nicht anders. So, das TNT nehme ich auch noch mal mit. Ihr seid Gefangene oder wie darf ich das deuten? Die sind das. Ist unser Rucksack auch voll gleich? Ganz viele Kupferblöcke. Ist auch cool, aber wenn wir ehrlich sind, brauchen wir das auch nicht wirklich.
Ich versuche mal hier runter. So, wir müssen auf jeden Fall gleich unser Inventar mal aufräumen. Einmal wieder raus. Okay, also ich denke, zumindest das Gefühl, wir haben alles gesehen, was es zu sehen gibt. Da ist unser Boot. Und wir gehen mal da zurück zum Ufer. Also war cool. Aber mal schauen. Ja. Okay, so. Um jetzt unsere Sachen loszuwerden, ihr erinnert euch, habe ich diese Kiste hier. Da können wir einfach unzählige Sachen reinwerfen und die werden dann einfach nach Hause geschickt. Den Rucksack behalten wir erstmal. Das kann da rein, das. Kohle packen wir da auch mal rein gerade. So, das, 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 das. Leuchtstein behalten wir. Das behalten wir auch. Diese ganzen Tränke brauchen wir auch gerade alle nicht. So, weiter aufräumen. Die Leinen brauchen wir gerade nicht. Fackeln ist okay. Das brauchen wir nicht. Das, das, das. Okay, so, jetzt wird es gerade schon wieder dunkel. Gucken wir mal kurz, ob wir hier jetzt noch neue Pokémon finden. Vielleicht spawnen im Dunkeln ja andere, das weiß ich immer nicht so genau. Krabby. Was haben wir denn da hinten? Smogmog. Smogmog nehmen wir. Ja, probieren es mal mit Blanas. Und versuchen hier auch wieder den Megasauger. Das macht nicht viel. Windschnitt.
Das schon besser. Aber da sind wir auch schon wieder tot. Ach Mann, ey. Lurak. Mach mal eine Metallklaue. Pokémon sterben immer wieder. Feuerodem. Und da ist es gestorben. Ach, herrje. Wir legen uns schlafen. So, jetzt die Frage. Hier gibt es sonst nicht viel. Ja, ich hätte eigentlich mal Lust, da diesen Berg irgendwie zu erklimmen. Dazu habe ich aber das Gefühl, brauchen wir ein paar mehr Blöcke, damit wir uns notfalls irgendwo hochbauen können. Das löse ich gerade mal, dieses Problem. So, und wir gehen da mal auf diesen Berg hoch. Und das lassen wir mal kurz hier stehen. Oh, bevor wir auf diesen Berg hochgehen. Lamus, Buddy. Kriegen wir dich? Schaffen wir das? Aquavelle? Ja, so auf jeden Fall nicht. Emolga. Machen wir einen Funkensprung. Da ist Emolga tot. Janmega. Mach mal einen Luftschnitt. Und nochmal. Sehr schön. Lamus, komm her. Sehr schön. Da mussten wir noch mal heilen, weil sonst wären wir nicht sehr weit gekommen. Aber ist ja gut, je mehr Pokémon wir fangen, desto besser. Das ist ja überhaupt mal unser Ziel hier. So, und jetzt ist unser Ziel, diesen Berg zu kommen. Und ich glaube, das wird gar nicht so einfach werden. Aber wir machen es dennoch. Jetzt gerade, wo ich mich hier hochbaue, denke ich, gut, jetzt sind wir gleich oben, aber wie kommen wir wieder runter, wenn es denn soweit ist? Hier habe ich auch ein bisschen so Fallangst, wenn ich da runterschaue. Können natürlich mal versuchen, da hochzuschwimmen, ne?
Wow. So. Und nu? Ich glaube, wir sind oben. Gut, jetzt rendert der natürlich nicht so weit, aber theoretisch hätte ich jetzt gedacht, haben wir von hier oben eine super Aussicht. Aber ja, meine Renderdistanz will nicht so. Aber auf jeden Fall interessant. Frage ist halt wirklich, wie kommen wir hier wieder runter? Jemals. Da ist auch jemand unsanft gelandet. Bin irgendwie versucht, da ins Meer zu springen. Was meint er? Jetzt mal wieder hier ausmachen. Okay. Wir wagen's und wir nehmen Anlauf. Yay! Ja, das war schon, ja, also eine Überwindung für mich. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen Fallangst, Höhenangst, wie auch immer man es denn nennen will in dem Moment. Und das war schon eine ganz schöne Überwindung. Aber wir haben es geschafft. Jetzt gehen wir mal zurück zu unserer Basis da vorne. Pokémon sind alle okay. Gucken noch mal einmal hier rum. Natürlich fängt es jetzt an zu regnen. Was bist du denn? Morlord, dich versuchen wir doch nochmal zu fangen. Auch wenn ich eigentlich gerade die Folge beenden wollte, aber...
Ist immun gegen Elektro. Nehmen wir mal hier Luft, Akrobatik. Oh, das war schon verdammt knapp. Sehr schön. Habe ich da hinten? Na, ich dachte gerade kurz, ich hätte da ein Bisasam oder ein Chelast gesehen. War es aber nicht. So, wir heilen unsere Pokémon. Und damit würde ich dann an dieser Stelle die Folge und auch diese kurze Zwischenaufnahme schon mal wieder beenden. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wo wir von hier aus dann unsere Reise fortsetzen. Und damit bedanke ich mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann, auf Wiedersehen.